Ja, hallo Leute, hier ist wieder Andy vom IKEA-Blog. Ja, heute ist ja Black Friday und jeder Anbieter, jeder Online-Händler, gefühlt zumindest, haut irgendwelche Rabatte raus. Und ich habe mir mal gedacht, machen wir mal ein Video dazu, was gibt es denn an interessanten Handy-Tarifen an diesem Tag zu einem günstigen Angebot. Da habe ich jetzt einfach mal ein paar Sachen rausgesucht, Telekom-Netz, Vodafone-Netz und auch O2. Und das wollen wir uns jetzt hier mal anschauen. Ist natürlich jetzt nur eine kleine Auswahl. Und falls ihr noch andere Sachen habt oder Tipps, packt mir das gerne in die Kommentare rein. Ist sicherlich für den ein oder anderen Zuschauer durchaus interessant. Jetzt würde ich sagen, legen wir los. Bei Congstar, da starten wir gleich mal. Telekom-Netz, 20 GB für 20 Euro. Da gibt's nämlich die Allnet Flat M hier im Cyberdeal. Jetzt aktuell hier noch 3 Tage, 14 Stunden, 25 Minuten und die Sekunden, die zählen da gerade runter. Das ist immer das Schöne an solchen Angeboten, dass da immer so ein Zähler irgendwie mitläuft, nur für kurze Zeit. Da soll ich natürlich auch entsprechend motiviert werden, nicht so lange rum zu überlegen, sondern mich gleich zu entscheiden. Ja, 20 GB für 20 Euro mit LTE 25, Allnet Flat und SMS. Klicken wir das Ganze mal an. Ist ein sehr, sehr gutes Angebot von Congstar, finde ich. Normalerweise kostet das ja eben diese 20 Euro, aber halt da bekomme ich nur 10 GB dazu. Deswegen 20 GB ist schon eine ordentliche Hausnummer im Telekom-Netz. Das Ganze gibt es hier mit 24 Monaten Laufzeit. Ohne Laufzeit. Hier steht sogar, dass es 20 GB statt 5 GB sind. Ja, der Originaltarif, der hat bloß 5 GB, aber es gab jetzt in den letzten Wochen oder Monaten auch schon die Aktion, dass es 10 GB waren. Also eine Verdopplung im Prinzip. Wenn man das Ganze zum Beispiel vergleicht mit Korya Digital, da bekomme ich 10 GB ebenfalls für 20 Euro. Also ein sehr günstiges Angebot. Einziger Nachteil ist, die Geschwindigkeit bei Congstar ist hier auf 25 Megabit begrenzt, aber ich kann hier eine LTE 50 Option dazu buchen, nicht Aktion, sondern Option, und habe dann 50 Megabit pro Sekunde an Download-Geschwindigkeit. Ja, das Ganze kann ich auch ohne Laufzeit buchen. Soweit, so gut. Da zahle ich dann bei Congstar halt noch so ein bisschen einmaligen Bereitstellungspreis. Und 19,50 Euro ist der aktuelle Preis. Das liegt so ein bisschen an der Mehrwertsteuer. Zum Jahresende wird das dann auf 20 Euro teurer. Wir bleiben im Telekom-Netz. Wer sagt 20 GB, das ist mir zu wenig, ich will mehr zum gleichen Preis, dann könnt ihr euch bei Mobilcom Debitel den Green LTE 26 GB Tarif anschauen. Da bekommt ihr für 19,99 Euro 26 GB im Telekom-Netz, ebenfalls mit dabei Flat-Telefonie und SMS. Das Ganze ist hier allerdings nicht monatlich kündbar, sondern man schließt dann Vertrag über 24 Monate ab. Und bei Mobilcom immer ganz typisch für diese Preise bzw. Angebote. Ab dem 25. Monat wird es teurer, das heißt rechtzeitig kündigen. Ja, wir haben da 26 GB und ja, die Bandbreite ist hier auf 21,6 Megabit beschränkt. Da kann ich jetzt auch nicht upgraden, wie jetzt bei Congstar. Das wäre noch so ein bisschen der Nachteil. Ansonsten habe ich da halt für den gleichen Preis ein bisschen mehr Datenvolumen und ja, 26 GB, ja, da kommt man schon ein ganzes Stück weit und der Preis ist dann auch in Ordnung. Aber wie gesagt, der Nachteil ist, man muss sich da ein bisschen binden. Und zwar 24 Monate und auch rechtzeitig kündigen. Bei Vodafone gibt es 20% Rabatt in der Black Week. Da muss man einfach bloß diesen Gutscheincode hier eingeben. Und ich muss sagen, bei Vodafone, viele Tarife sind auch mit dem Rabatt wenig interessant. Aber wer jetzt zum Beispiel schon Festnetzkunde ist bei Vodafone, der kann sich mit dem Rabatt Black Week hier für 29,99 ja ein Kombi-Angebot holen. Und da habe ich dann hier diese Flatrate hier. Statt 39,99 bekomme ich da eine für echte mobile Flatrate für 29,99. Und das macht die Sache dann schon wieder ganz interessant, dass ich da für 30 Euro eine mobile Handy-Flatrate im Vodafone-Netz bekomme, statt eben diese 40 Euro. Ebenfalls Vodafone, nur bei Mobilcom wieder mal. Also was von den Aktionen hergeht, finde ich, das ist Mobilcom schon. Ja, die hauen da schon immer ganz gut und gerne solche Sachen raus. Ich habe ja schon vorhin gesagt, man muss da nur rechtzeitig kündigen. Das ist, denke ich, auch so ein bisschen die Masche dahinter, dass man zwar einen günstigen Preis hat, aber darauf hofft, dass der Kunde dann am Ende nicht kündigt und dann verlängert. Ja, wir hatten vorhin bei der Telekom 26 GB. Hier haben wir jetzt Green LTE 18 GB für 14,99 im Vodafone-Netz. Flat Telefonie und SMS, die Freenet Hotspot Flat ist mit dabei, EU-Roaming sowieso und das Ganze hier für 14,99. Die Bandbreite ist hier auf 50 Megabit begrenzt, also hat man mehr
mehr Übertragungsgeschwindigkeit als jetzt im Telekom-Netz. Das ist soweit schon mal ganz gut. Und 15 Euro, denke ich, passt soweit auch. Nachteil wie immer hier, 24 Monate Vertragslaufzeit und ab dem 25. Monat verdoppelt sich der Preis. Also das muss ich echt sagen, das ist etwas, was mir absolut nicht gefällt, gerade weil sich das dann eben hier um 12 Monate verlängert. Kann ich nicht oft genug sagen, kündigt solche Tarife auf jeden Fall rechtzeitig. Also 18 GB bei Vodafone, hier bei Mobilcom. Kommen wir zu O2, da habe ich gar nicht so viel gefunden. Die sind wahrscheinlich schon so günstig, dass die da gar nicht so großartig Rabatte einräumen müssen. Aber falls ihr da was habt, gerne in den Kommentaren, bin ich mal gespannt. Also ich habe hier ein Beispiel von blau.de, wo ich sage, ja, so macht man eine Rabattaktion nicht. Hier gibt es unglaubliche 1 GB extra hier beim Black Week Deal statt 6 GB gibt es hier 7 GB, wo ich mir sage, naja, das ist so im Bereich des Lächerlichen, da haben sie ein bisschen was draufgepackt und dafür soll ich dann hier noch so einen Vertrag abschließen. Ja, also finde ich ehrlich gesagt, na, das reizt mich gar nicht so. Interessanter ist hier vielleicht noch smartmobil.de. Hier gibt es den Black Deal 10 GB LTE für 6,66 Euro. Das ist, denke ich, ganz interessant. Das kann man dann mal sich holen. Und ja, das Ganze ist hier auch mit monatlich täglich kündbar. Ja, das macht den Tarif dann doch auch schon ganz interessant. 10 GB O2-Netz ist, denke ich, auch okay für 6,66 Euro. Man hat noch 60 Freiminuten mit dazu. Also es ist eher ein Tarif für Leute, die jetzt nicht viel telefonieren. Und ich habe dann eben 10 GB LTE mit bis zu 50 Megabit pro Sekunde. Ja, das waren so ein paar Sachen, die ich rausgesucht habe. Am interessantesten finde ich jetzt persönlich den Kongstar-Tarif, die 20 GB da für die 20 Euro oder auch den Vodafone-Tarif. Wenn man halt schon Festnetzkunde bei Vodafone ist, dass man sich für 30 Euro da eine echte LTE-Flatrate holen kann. Ansonsten freue ich mich wie immer auf Kommentare. Habt ihr noch andere Sachen, andere Ideen, dann können wir das gerne in den Kommentaren noch durchgehen. In diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, euer Andy vom EKB-Blog.